Liebe Schwestern und Brüder, das Bild, das wir von Pfingsten haben, ist ganz geprägt vom Bericht auf der Apostelgeschichte, den wir in der Lesung gehört haben. Zu jedem Bild von Pfingsten gehören die Zungen wie von Feuer, zum Pfingstereignis gehören für uns Feuer und Sturmesbraus und das Sprachenwunder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab, heißt es in der Heiligen Schrift. Und jeder von uns kennt den Satz, der das Staunen der Menschen auf den Straßen Jerusalems beschreibt. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Was hätten wir erlebt, wenn wir damals in Jerusalem dabei gewesen wären? Liebe Schwestern und Brüder, wir hätten Kirche erlebt. Kirche, so wie Jesus sie gewollt hat. Kirche, die Menschen in Bewegung bringt. Kirche, die sichtbar ist in dieser Welt. Kirche, die allen Menschen Zeugnis gibt von Gott. Kirche, die die Menschen die Botschaft Jesu Christi verstehen lässt, weil sie sich angenommen und verstanden fühlen. Der Heilige Geist schenkt bei diesem ersten Pfingstfest allen, die sich versammelt hatten, die Gabe, die richtigen Worte zu finden, um die Menschen anzusprechen, um sie zum Zuhören zu bewegen. Er schenkt ihnen die Gabe, so zu sprechen, dass es alle, die zusammengelaufen sind, mitten ins Herz trifft. Er schenkt ihnen die Gabe, Menschen in ihren Freuden und Fragen, ihren Sehnsucht und ihrem Schmerz zu verstehen und ihnen Antwort zu geben. Liebe Schwestern und Brüder, Pfingsten ist kein Fest für Ängstliche und Bequeme, sondern ein Fest für Mutige, hat ein Mitbruder gesagt. Ein Fest für Mutige, denn wir brauchen den Geist von Pfingsten heute nicht weniger als die Menschen vor 2000 Jahren. Dieser Geist hat damals die Apostel aus ihrer Ängstlichkeit und Selbstbefangenheit befreit. Er hat auch heute die Kraft, uns aus unserem ängstlichen Kreisen um uns selbst herauszureißen. Denn wenn wir allzu sehr auf uns schauen, wenn wir unserem eigenen Sinn folgen und nicht dem Geist Gottes, dann bringen wir nichts in Bewegung. Dann geben wir kein Zeugnis von Gott. Dann sind wir nicht Kirche, wie Jesus sie gewollt hat. Pfingsten ist ein Fest für Mutige, die bereit sind, sich einzugestehen, dass sie neu anfangen müssen. Darum passt auch das Pfingstbild, das uns das Johannesevangelium vor Augen gestellt hat, gut zu diesem Tag. Da ist kein Feuer, kein Sturmesbraus. Stattdessen haucht der Auferstandene seine Jünger an. Er schenkt ihnen seinen Geist und die Gabe der Vergebung der Sünden, damit jeder, der glaubt, sein Herz neu öffnen kann für Gott und die Menschen. Wo immer Menschen bereit sind, das zu tun, da wird Neuanfang möglich. Da ist Pfingsten, nicht nur am Pfingstsonntag. Amen. Ich wünsche Ihnen frohe Pfingsten und ein paar erholsame Feiertage.